Heute gibt es Kohlsuppe. Kohlsuppe besteht aus Kohl, Kartoffeln und jeder Menge Wasser und noch diversen Gewürzen, nur ein bisschen Olivenöl. Und das werde ich jetzt gleich mal hier bereiten. Ich muss den dazu aber hier runter, damit ich den Kohl zerschneiden kann. Das ist nun nichts besonders Spannendes, außer dass das hier an Bord immer etwas mit Geschaukel zu tun hat. Mit Anti-Rutschdecken. Genau, das ist total wichtig hier an Bord, weil sonst alles irgendwo landet, wo es nicht hin soll. Das hier kann über Bord, das schmeiße ich jetzt mal einfach da so hin. Boom. Kohl da rein. Ah, das wird lecker. Der Kohl, der ist von den Kapverdischen Inseln, glaube ich. Und der ist schon ziemlich vergammelt. Da musste ungefähr, na, ich sag mal so ein Drittel heute abgeschnitten werden. Das war richtig schimmelig. Aber der Rest, der geht wohl. Und so ein bisschen Schimmel macht ja auch nichts. So. Jetzt habe ich die Zutaten soweit fertig. Vielleicht schnippel ich da gleich noch ein bisschen Salami rein. So als Geschmacksaufheller. Und jetzt muss ich das Feuer entzünden. Irgendwie mag der das nicht, wenn das so schaukelt. Nee. Draußen, mal kurz nach draußen gucken, wie das da schaukelt. Sieht man jetzt sehr gut. Ja. Kommt so langsam. Topf kann drauf. Gib da schon mal ein bisschen Wasser drauf. Der Knick doch auch gleich zu weit. Der ist nicht zu spät dran. Na, kleiner Formfehler. Ja, also jetzt kommt da erstmal ein bisschen Pfeffer drauf. Und ein bisschen Salz. Und noch diverse andere Gewürze und Kümmel. Ganz wichtig bei Kohl ist Kümmel. Wie wäre es mit ein bisschen Muskat? Ja, ein bisschen Muskat ist auch gut. Hier ist Müll, das ist Papiermüll, der kann über Bord. Schon weg. Das hier ist unsere Olivenölflasche. Daraus einen Schluck. Kannst du noch mal umrühren. Das ist ein Löffelpfändel, da ist ein Löffel. Und ungefähr 20 Minuten lang köcheln lassen. Da muss jetzt noch ein Deckel drauf. Und dann ist es soweit erstmal fertig. Klimper, Klimper. Was denn? Wie sieht das denn in der Küche aus? Hier ist es jetzt gleich fertig. Es kommt gleich noch ein Schlag in Philadelphia, die ganze Geschichte. Philadelphia ist unsere Allzweckwaffe. Ungefähr 5 Jahre haltbar, ohne Kühlung. Auch geöffnet, im geöffneten Zustand, auch ungefähr 5 Wochen lang zu genießen. Bei uns halten die noch nicht so lange, das ist das Problem. Und ich habe jetzt heute mal die Tiefenteller genommen. Weil Ikea? Das ja so eine Art Suppe ist. Löffel gibt es da auch zu. Das Silber von Tante Erna. Das Silber von Tante Erna. Oh, das riecht schon das sehr lecker. Das ist im Grunde schon fertig. Toll. Das ist auch schon in den letzten 10 Minuten kein Wasser mehr ins Cockpit gekommen. Also ich lasse es hier noch ein bisschen ziehen. Jo. Ein bisschen
Erde und ein bisschen Suppschicht werden. Sehr schön. Okay. Ja. So weit, so gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein kleines Deckchen. Anti-Rutschdeckchen. Und dann können wir ganz abgehen hier. Dafür nehme ich mal das hier. Ja. Das Rutschdeckchen von Tante Josephine. Ja gut, die können ja erstmal unten bleiben. Stell dich doch mal dahin. Ja, gut. Nur jetzt für den Film. So. Die Löffel lieber nicht, die fliegen sowieso nur weg. Oder vielleicht doch nicht. Nein, bleiben liegen. Toll. Gut, kann man sich jetzt alles Weitere auch vorstellen, ich würde sagen. Ja, Ico? Ja. Ist das auch in deinem Sinne? Das ist auch in meinem Sinne. Wir beenden das hier. Genau. Alles klar, das war's. Ico Kombüs on the ocean. Tschüss.